Lena. Irgendetwas Fremdes ruft nach uns hier bei The Unicorn Princess auf der Nintendo Switch. Lena. Wir werden uns jetzt mal hier hinbegeben und mal sehen, ob wir herausfinden, wer oder was nach uns ruft. Lena. Was ist das? Ein Einhorn? Träume ich? Lena, schön, dass du mich gefunden hast. Ja, ich bin das Einhorn Unica. Ich komme aus der Traumwelt und benötige deine Hilfe. Nur du kannst mir helfen, weil du ein liebevoller und hilfsbereiter Mensch bist. Ich? Einhorn? Helfen? Ja, aber... Sitze von deinem Pferd ab und komme zu mir. Für dein Vertrauen wirst du belohnt. Hier, nimm diese Gegenstände und das Geld. Oh, vielen Dank. Die Traumwelt ist in Gefahr. Unserem Wächter wurde sein Schwert, sein Helm und sein Schild gestohlen. Du musst mir helfen, den Wächter der Traumwelt wieder auszustatten. Setz dich auf meinen Rücken und wir reiten los und retten die Traumwelt. Das ist ja mal eine überraschende Wendung. Ich habe es nicht gedacht, dass wir so schnell dem Einhorn begegnen. Und ja, jetzt bin ich ja mal richtig gespannt, was passiert. Weil wer hat schon die Gelegenheit, ein Einhorn zu reiten? Und ich habe am Anfang gedacht, ja, das Spiel ist wahrscheinlich fast dasselbe wie der Vorgänger, halt nur mit einem Einhorn. Aber jetzt hat das Spiel eine ganz andere Wendung bekommen. Dafür mal ein Riesenlob. Das zeigt, dass dieses Spiel nicht nur einfach so lieblos programmiert wurde, sondern da scheint sich jemand für eine Fortsetzung was gedacht zu haben. Kapitel 2. Willkommen in der Traumwelt, Lena. Traumwelt? Alles sieht so anders aus. Wie aufregend. Ist es wahr? Oder nur ein Traum? In der Traumwelt ist alles anders, Lena. Aber wir dürfen keine Zeit verlieren. Der Wächter muss so schnell wie möglich wieder ausgestattet werden. Ja, ist gut. Was muss ich tun? Reite mit mir zum Startpunkt der Jagd nach den bronzenen Reifen. Schau auf der Karte nach, wo es ist. Wenn du dort angelangt bist, erkläre ich es dir. So. Karte? Achso, das ist schon irgendwo hier. Da hinten. Und ich habe als Einhorn keine Ausdauerleiste. Das ist ja schön. Wir schauen uns mal ganz kurz um. Also mit dem Einhorn. Bevor wir da rein... Ein wunderschönes Bild. Ich habe das Gefühl, wir müssen hier durchreiten. Hier sind nämlich überall Markierungen. Deswegen werde ich mich mal schon mal die da so hin begeben. Wunderbar. Du hast den Startpunkt erreicht. Ich erkläre dir nun deine Aufgabe. Wir benötigen 7 bronzene Reifen. Du erlangst sie, indem du mit mir durch sie hindurchreitest. Sie sind auf dieser Strecke immer zwischen 2 Pfosten platziert. Reite also die Strecke ab und nehme dabei 7 bronzene Reifen auf. Du musst immer zwischen den beiden Pfosten hindurchreiten, auch wenn dort kein bronzener Reifen ist. Nimm diese Tasche hier, darin kannst du sie aufbewahren. Neben den bronzenen Reifen sind auf der Strecke auch silberne und goldene Reifen vorhanden. Diese darfst du jedoch nicht einsammeln. Reite unbedingt an ihnen vorbei und nehme sie nicht auf.
Nimmst du aber dennoch einen silbernen oder goldenen Reifen auf, so verlierst du einen bronzenen Reifen und musst ihn erneut einsammeln. Bist du bereit? Reite in die Markierung am Start und die Jagd nach den bronzenen Reifen beginnt. Viel Glück, du musst es schaffen, Lena. Wir werden es versuchen, also Gold und Silber links liegen lassen und nur Bronze. Ist das hier Bronze? Ja, das ist Bronze. Wir scheinen ja hier keine Zeit zu haben. Das heißt, wir werden jetzt das in aller Ruhe machen. So, ich vermute mal, das wird ein Silberreifen sein. Dann wird das hier Bronze sein und da hinten ist ein Goldener. Ich hoffe, man kann das ganz gut erkennen. Das ist ja interessant hier. Bin mal gespannt, ob mir das Spiel dauerhaft so viel Spaß macht, wie zum Beispiel Bayala oder Bibi und Tina auf dem Martinshof. Das waren zwei hervorragende Spiele, die ich immer wieder gerne in die Konsole gemacht habe. Und ich hoffe, dass es bei diesem Spiel hier auch so sein wird. Ich mag ja Missionen, wo ich nicht so einen Zeitdruck habe, wo ich das in ganz Ruhe machen kann, ganz gemütlich. Und wenn Zeitdruck, dann bitte immer so, dass ich doch genügend Puffer habe und mich nicht so hetzen muss. Weil ich möchte ja beim Spielen auch ein bisschen entspannen. So, ich finde aber schon mal gut, dass die Markierungen recht weit auseinander liegen. Das heißt, ich kann eigentlich relativ unbesorgt, da ist ein Tier hier unten, an so einen Ring vorbeireiten. Ich finde die Musik hier in dieser Traumwelt sehr entspannt. Ein sehr, sehr interessantes Spielkonzept auf jeden Fall. Ich bin gerade ein wenig begeistert. Ich hoffe, das bleibt auch so. Liebe Entwickler, bitte enttäuscht mich nicht. Wir reiten mal ein bisschen schneller. 2 Ringe müssen wir jetzt noch sammeln. Also das Spiel ist auch freigegeben ab 0 Jahren und soll komplett gewaltfrei sein. Und das lobe ich mir. Ich mag ja auch wirklich Spiele, wo man nicht immer Gewalt anwenden muss, wo man einfach nur Missionen hat und ein wenig die Story genießen kann und in die vorhandene Welt so eintauchen kann. Das ist so Entspannung für mich. Aber jeder ist ja da ein bisschen anders drin. So, jetzt haben wir noch einen einzigen Ring. Da vorne ist er. Und alles, was wir jetzt an Ringen haben, müssen wir jetzt dran vorbeireiten. So, da haben wir noch einen silbernen und da hinten noch einen goldenen. Wenn wir an denen vorbei sind, werden wir auch ein wenig schneller wieder reiten. Ich will nicht zu schnell dahin reiten, wo die Ringe sind. Obwohl, das glaube ich, das war doch kein Gold, das war doch auch ein Bronzener, würde ich sagen. Also wenn im Hintergrund immer so vielleicht irgendwie so ein bisschen Geschepper und Geballer hört, das liegt daran, weil wir draußen gerade Gewitter haben. Weil das ist hier ja auch ein Bronzen, ne? Sollen wir den mal einsammeln, mal gucken, was passiert? Komm, wir machen das mal. 8 von 7. Okay. Dann habe ich vielleicht sogar einen Puffer, wenn ich doch irgendwo drankomme. Dann verliere ich ja einen.
Dann werden wir die anderen auch mal einsammeln. Alles nur in Ruhe hier. So, jetzt reiten wir mal wieder ein bisschen schneller. Dann haben wir zwar einen Ring jetzt nicht mitgenommen, aber ich glaube, das spielt auch keine Rolle. Aber eine sehr, sehr lange Mission, finde ich. Ich meine, es ist ja nicht schlimm. Aber dann wird halt die Folge ein wenig länger. Ich hoffe, das stört euch nicht. Ich bin mir auch gespannt, wie so das Speichern hier ist in diesem Spiel. Ob ich speichern kann, wann ich möchte. Oder ob mir Speicherpunkte vorgegeben werden. Ich habe irgendwie kein Bild gesehen von automatischen Speichern. So ein Symbol, so links oder rechts unten. Eine sehr entspannte Musik, möchte ich gerne mal wieder betonen. Das gefällt mir richtig gut gerade. Warum haben wir das jetzt nicht geschafft? Okay, dann machen wir es beim nächsten Mal noch. Vielleicht gab es doch irgendwo eine Zeit. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Euer MyGamingWorld81.